Hey du, bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht hast, und das Video zu teilen. Ich habe diesen Zettel bei der Arbeit gefunden. Er trug den Titel »Der Mann, der das Glück brachte«. Ich war an meinem Tiefpunkt angelangt. Meine blauen Flecken waren noch frisch. Als Einzelkind sehnte ich mich schon früh nach Geschwistern. Ich betete nächtelang für jemanden, auf den ich aufpassen konnte, der mich im Gegenzug beschützen konnte. Jemand, auf den ich aufpassen konnte, hätte mir schon sehr geholfen. Auf diese Weise hätte ich mich daran festhalten können, dass diese grausamen Taten wenigstens etwas bedeuteten. Am Ende des Tages sollte es aber nicht so sein. Also lief ich weg. Es kam mir vor, als würde ich stundenlang durch Buschwerk und Gestrüpp rennen und mir dabei kleine Schnitte zuziehen. Verglichen mit den anderen fühlten sie sich jedoch unbedeutend an. Irgendwann gaben meine Beine nach und ich landete auf dem Boden. Ich konnte nicht anders, als einfach nur dazuliegen und mich zu fragen, ob das alles war, wofür ich bestimmt war. War das wirklich alles, was es im Leben gab? Wie würde es sein, glücklich zu sein? War das überhaupt möglich? Ein umtriebiger Tumult war vor mir zu hören, und als ich näher kam, konnte ich sehen, wo der Wald endete. Und auf der anderen Straßenseite war ein Diner. Ich klammerte mich an den nächsten Baum und zog mich erst auf ein Bein und dann auf das andere wieder hoch. »Geh weiter«, sagte ich mir. In der Nähe des Diners beachtete mich niemand. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, sich selbst zu verwöhnen. Ich drängte mich durch die Menge und bahnte mir einen Weg nach hinten. Meine Beine wurden wackelig und ich musste mich ausruhen. Ich lehnte mich an die Rückwand des Gebäudes, stützte meinen Kopf auf meine Knie und schluchzte. »Was machst du hier hinten, Kleiner?«, fragte ein alter Mann. Ich hob den Kopf. Ich hatte noch nie jemanden wie ihn gesehen. Er hatte lange, schwarze Koteletten, die in eine dunkle Löwenmähne übergingen, die unten im Gesicht ein wenig grau war. Er war klein und stämmig und komplett in Schwarz gekleidet, bis auf ein enges weißes Hemd unter seinem Mantel. Er hatte große, buschige Augenbrauen und ihm schienen ein paar Zähne zu fehlen. »Was geht Sie das an?«, antwortete ich leise und senkte meinen Kopf zurück. Irgendetwas stimmte mit diesem Kerl nicht. Er machte mich nervös. »Oh, du siehst nur ein bisschen niedergeschlagen aus. Ich dachte, ich könnte dir helfen«, sagte er. Niemand kann mir helfen. Was konnte dieser Typ schon tun? Er wusste doch gar nichts über mich. »Ach, was du nicht sagst. Was wäre, wenn ich ein bisschen Glück übrig hätte?« Meine Augen schossen hoch und trafen seine. »Was meinen Sie mit Glück?«, fragte ich verwirrt. Er lächelte. »Weißt du, Junge, ich treffe Vereinbarungen mit den Leuten. Ich gebe ihnen Glück im Austausch für Gefallen. Bist du interessiert?« Als Gegenleistung für dieses Glück würde ich ihm einen Gefallen schulden. Einen Gefallen, den ich unbedingt erfüllen sollte. Es würde nichts Gewalttätiges oder Sexuelles sein und es würde immer etwas sein, wozu ich in der Lage war. Ich könnte zu ihm zurückkehren, um glücklich zu sein, so wenig oder so viel ich wollte. Solange ich ihn finden könnte, würde er mich nie abweisen. Er würde mir immer die gleiche Menge an Glück geben, es sei denn, ich würde ausdrücklich um mehr bitten. Wenn ich das tat, würde mich das zusätzliche Gefallen kosten. Und schließlich durfte ich nie jemandem von unserer Abmachung erzählen. Perplex starrte ich ihn an, dachte mir, dass ich aber so oder so nichts zu verlieren hatte. »Sie haben einen Deal, Sir«, sagte ich und streckte meine Hand aus.
Er grinste und schüttelte sie. Sofort spürte ich etwas, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. Es war, als wären meine Narben geschmolzen und mein Geist befreit worden. Ist es das, was es heißt, glücklich zu sein? Mein Spiegelbild zeigte es mir. Das strahlende Lächeln auf meinem Gesicht war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Das Leben war in meine Augen zurückgekehrt. Ich schaute den Mann an und fragte: Was bin ich Ihnen schuldig, Sir? Er lächelte und sagte, ich solle mich amüsieren. Und das tat ich dann auch. Ich gesellte mich zu den Gästen vor dem Diner und fing an, mich mit ihnen zu unterhalten. Wir schlossen uns zusammen und lachten die ganze Nacht hindurch. Zweifellos war es die beste Nacht meines Lebens bis dahin. Am nächsten Morgen wachte ich auf einem weichen Fleckchen Gras in der Nähe des Diners auf und fühlte mich immer noch großartig. Die Welt lag mir zu Füßen. Ich sprach den Manager des Diners an und fragte nach einem Job. Ich bestätigte, dass ich im arbeitsfähigen Alter war und wir einigten uns darauf, dass ich ein paar Städte weiter arbeiten durfte. Ich mag ein Ausreißer gewesen sein, aber jetzt war ich ein arbeitender Junge. Die Welt würde das sein, was ich aus ihr machte. Es dauerte etwa ein Jahr, bis ich den Mann wieder sah. Ich hatte mich in kürzester Zeit vom Koch zum Kellner und zum stellvertretenden Manager hochgearbeitet. Ich hatte auch angefangen, mich mit jemandem zu treffen. Cassie war alles, was ich mir von einer Partnerin nur wünschen konnte. Große, blaue Augen, üppiges, blondes Haar und ein Lächeln, das selbst die dunkelsten Tage aufhellte. Sie war klein, aber sie hatte Mumm. Sie hatte kein Problem damit, ihre Meinung zu sagen, und das liebte ich an ihr. Ich war dabei, etwas zu werden. Ich war dabei, jemand zu werden. Und dann passierte der Unfall. Ich hatte es eilig, zur Arbeit zu kommen. Ich habe nicht aufgepasst. Zum Glück ging es der anderen Partei gut. Leider riss ich mir das Labrum und, wer es nicht weiß, Schulterschmerzen sind etwas ganz anderes als die meisten Verletzungen. Außerdem würde die Genesung Monate dauern. Die Dinge erreichten einen weiteren Tiefpunkt für mich. Die Schmerzen führten dazu, dass ich zu Hause und auf der Arbeit gereizt war. Es wurde immer schwieriger, optimistisch zu bleiben. Und wie durch ein Wunder tauchte der Mann wieder auf. Er hing einfach nach einer meiner Schichten im Diner herum. »Wie geht es dir, Junge?«, fragte er. Er sah genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. »Nicht so gut«, antwortete ich. Er musterte mich. »Ja, das letzte Mal sahst du noch schlimmer aus«, antwortete er und strich sich gründlich durch seine dunkle Mähne. »Aber wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer bereit.« »Hilf mir«, sagte ich, nach zugegeben kurzer Überlegung. »Wie du willst«, sagte er und streckte seine Hand aus. Ich schüttelte sie und die Freude, die ich beim ersten Mal gespürt hatte, war wieder da. »Danke. Was bin ich dir dieses Mal schuldig?«, fragte ich und erinnerte mich an unsere Abmachung. »Wie wär's, wenn du mich in 3 Monaten hier triffst? Dann können wir uns ein bisschen unterhalten und sehen, wie du dich fühlst«, sagte er. »Das ist ein guter Deal, Sir. Übrigens, wie heißen Sie?« »Du kannst mich Mr. Moore nennen«, sagte er. Seltsamer Name. Naja. Dank Mr. Moore hatte sich mein Glück wieder verbessert. Ich musste die Reha für meine Schulter zwar fortsetzen, um die Beweglichkeit zu erhalten, aber die Schmerzen waren nicht mehr vorhanden. Die Dinge zwischen Cassie und mir wurden immer ernster. Es wurde ein neues Restaurant eröffnet, für das ich als Manager vorgesehen war. Die 3 Monate vergingen wie im Flug. »Wie ist es Ihnen ergangen, Mr. Moore?« »Nun, es wird besser, so viel kann ich sagen«, antwortete er. Seinem Bart fehlte das Grau von früher. Wir unterhielten uns etwa 1 Stunde lang. Die meiste Zeit des Gesprächs ging es um belanglose Dinge. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, nach Hause zu gehen. »Willst du noch etwas mitnehmen, bevor du gehst?«, fragte er.
Ich dachte darüber nach. Natürlich sprach er von einer weiteren Ladung Glück. Ich fühlte mich schon gut, aber es konnte doch nicht schaden, oder? Mons Glücksgefühl war anders als ein normales Glückshoch. Ich stimmte zu und wir gaben uns die Hand. Es war nicht der übliche Rausch, aber es war trotzdem fantastisch. Sie lassen mich doch nicht im Stich, oder, Mr. Ma? Daran würde ich nicht denken, antwortete er. Lass uns in einem Monat wieder reden, Junge. Abgemacht. Der folgende Monat verging nicht so schnell wie die vorangegangenen. Es gab viele Höhen und Tiefen. Als ich mich mit Mr. Ma traf, schlug ich vor, dass wir uns in Zukunft wöchentlich treffen sollten. Er stimmte zu. So ging es eine ganze Weile weiter. Jede Woche trafen wir uns und redeten über das Leben. Ab und zu, wenn etwas dazwischen kam, traf ich mich ein- oder zweimal mehr mit ihm. Er hatte nicht viel zu sagen, aber irgendwie fand ich es immer spannend, mit ihm zu reden. Wir trafen uns nun mittlerweile schon seit Jahren regelmäßig, als ich beschloss, Cassie einen Heiratsantrag zu machen und sie willigte ein, meine Frau zu werden. Ich dachte nicht, dass ich noch glücklicher werden könnte, bis ich erfuhr, dass wir ein Kind erwarten. Nachdem ich mit ihr gefeiert hatte, beschloss ich, mit Mr. Ma zu feiern. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft, sagte ich. Sie haben mein Leben komplett verändert. Du brauchst mir für nichts zu danken. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, war deine eigene. Gut, dass du ein paar gute Entscheidungen getroffen hast, antwortete er. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu unserer Hochzeit kommen, Mr. Ma. Ich bin sicher, Cassie würde Sie gerne kennenlernen. Ich fühle mich geehrt, Junge. Ich werde sehen, ob ich es einrichten kann. Aber denk daran, niemand darf von unserer kleinen Abmachung erfahren. Ich habe verstanden. Wenn andere davon erfahren würden, hätte er nie wieder Ruhe und Frieden. Wir gaben uns die Hand und beschlossen, dass wir uns von nun an fast täglich treffen würden. Cassie und ich hatten eine wunderschöne Hochzeitszeremonie. Und wie versprochen war Mr. Ma in der Menge dabei. Er hatte sich schön herausgeputzt. Er sah sogar so aus, als hätte er jetzt alle Zähne. Er blieb nicht lange und ich kam nicht dazu, ihn Cassie vorzustellen, aber es war ein so schöner Abend, dass es egal war. Kurze Zeit später bekamen wir unsere Tochter, McKenna. Die Jahre vergingen und das Leben war schön. Wahrscheinlich brauchte ich sie nicht, aber jetzt hielten mich die täglichen Treffen auf einem Grundniveau des Glücks. Die Hochs waren nicht mehr das, was sie einmal waren, aber das war nicht weiter schlimm. Wenn sie nicht halfen, dann fragte ich nach einem doppelten Shake. Das war ein gutes Geschäft für mich. Mr. Moore verlangte nie viel. Vielleicht ab und zu einen Gefallen, aber meistens nur, um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ich war gerne bereit, ihm zu gehorchen. Durch solche einfachen Bitten konnte ich ein wenig in Rückstand geraten, aber nicht viel. Ich war ihm höchstens eine Handvoll Gefallen schuldig. Es schien aber nicht jeder zu schätzen, wie die Dinge liefen. Die Leute sagten beiläufig etwas über all die Termine, zu denen ich ging. Es schien, als ob es den Leuten nicht gefiel, dass ich immer glücklich war, als ob meine häufigen Termine sie irgendwie beeinträchtigen würden. In Wirklichkeit waren sie eifersüchtig darauf, dass ich jemand wurde, und das führte dazu, dass mein innerer Kreis immer kleiner wurde. Eines Abends jedoch war es besonders stressig geworden. Eine Investition war schiefgelaufen, die Arbeit war hart, der Stress, ein Elternteil zu sein, hatte sich summiert und Cassie und ich stritten. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, stürmte ich in der Nacht aus dem Haus. Tagelang versuchte ich vergeblich, Mr. Moore zu finden. Jeden Tag hatte ich das Gefühl, dass mein Stresspegel einen neuen Höchststand erreicht hatte. Mir wurde schwindelig und mir war täglich übel. Arbeitskollegen bemerkten sogar, dass ich ziemlich abgemagert aussah. Nach 4 Tagen der Suche konnte ich ihn finden. Er sah aus, als wäre er seit dem Tag, an dem ich ihn traf, um 10 Jahre gealtert. Ich schüttelte ihm sofort die Hand und alles fühlte sich besser an. Ich erzählte ihm von unserem Streit und wie ich mich von Cassie abgewertet fühlte. Ich muss einfach mal Dampf ablassen. Ich fühle mich jetzt viel besser. Wir sehen uns dann morgen zu unserem üblichen Treffen, sagte ich.
Oh, hey, nun warte mal, Junge. Cassie hat dich in diese Lage gebracht. Richtig? Ich will, dass du sie für mich verprügelst. Eine kleine Revanche ist alles. So lernt sie dich zu respektieren, antwortete er. Er hatte mich noch nie um so etwas gebeten. Das würde ich nicht wagen. Ich liebe Cassie. Wir haben beide Dinge gesagt, die wir bedauern, und ich bin genauso daran schuld an unserem Streit wie sie, antwortete ich. Er schüttelte den Kopf. Ich habe nicht gefragt. Ich lehne ab. Das ist kein Gefallen, schoss ich zurück. Gut. Wir werden sehen. Und damit ging er. Ich glaube nicht, dass ich bis zu diesem Moment jemals wirklich Angst vor Mr. Moore gehabt hatte. Diese Erfahrung erschreckte mich und ich kehrte sofort nach Hause zurück. Ich musste die Dinge zwischen uns in Ordnung bringen. Ich fand Cassie in der Küche. Hey, Babe. Es tut mir so leid wegen vorhin. Bevor ich zu Ende sprechen konnte, streckte ich meinen Arm aus und schlug ihr ins Gesicht. Ihre Augen wurden groß. Sie hielt sich ihre Wange und wir beide saßen einen Moment lang schweigend da. Sie wandte sich von mir ab, mit Tränen in den Augen. Ich konnte es nicht glauben. Mein Arm hatte von allein gehandelt, als ob ich ihn nicht aufhalten könnte. Cassie, ich schwöre bei Gott, ich wollte das nicht tun. Das würde ich nie tun. Es war ein Unfall. Bitte, Cassie, ich liebe dich. Sie brachte es nicht über sich zu antworten. Sie verließ einfach das Zimmer und ging die Treppe hinauf. Ich saß die ganze Nacht auf dem Sofa. Irgendwann schaute ich in den Spiegel und bemerkte tiefe, dunkle Säcke unter meinen Augen. Meine Haut sah blass aus. So viele Fragen schwirrten mir durch den Kopf. Wie konnte ich das wieder gut machen? Würde sie mir jemals verzeihen? Wie konnte das passieren? Was hatte Mr. Moore mit mir gemacht? Was könnte er mich noch tun lassen? Ich hatte Angst. Aber ich musste es herausfinden. Ich machte mich erneut auf die Suche nach Mr. Moore. Ich konnte ihn nicht auf Anhieb finden. Jeden Tag ging ich zu unserem Platz und wartete. Jeden Tag plagten mich die Schuldgefühle für mein Handeln und ich wurde krank. Und endlich, nach 2 Wochen, kam er zurück. Ich ließ ihn an meiner Meinung teilhaben. Wie konnten Sie nur? Sie haben mich gezwungen, meine Frau zu schlagen, sagte ich mit rotem Gesicht und geballten Fäusten. Sie haben damit eine Grenze überschritten. Ich entferne mich ab sofort von Ihnen. Er schaute mich an, hob seinen Arm und ließ mich zusammenzucken. Er wusste, dass ich jetzt Angst vor ihm hatte. Nicht so schnell, Junge. Du bist mir noch etwas schuldig, antwortete er, lehnte sich zurück und legte seine Beine vor sich auf den Tisch. Er sah schlanker aus als sonst und sein Verstand wirkte schärfer. Gut, dann lassen Sie uns gleich loslegen. Ich weiß nicht, welche Macht Sie über mich haben, aber nach dem heutigen Tag sind wir damit fertig. Tut mir leid, Junge. Wir machen alles nach meinen Bedingungen. Nach allem, was ich für dich getan habe, willst du es mir so zurückzahlen? Auf gar keinen Fall. Oder was? Oder die nächste Person, die du schlägst, ist nicht Cassie. sagte er, und seine Augen waren voller Bosheit. Das wagst du nicht. Lass meine Tochter aus dem Spiel.
Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beruhigen. Heute ist nicht der Tag, an dem alles endet. Jetzt geh! Bevor ich protestieren konnte, setzten sich meine Beine von alleine in Bewegung. Sie hörten nicht auf, bis ich zu Hause war. Als ich zu Hause ankam, fühlte ich mich elend. Mein ganzer Körper fühlte sich wie ein Wrack an. Mein Kopf brachte mich um und ich hatte ständig das Bedürfnis, mich zu übergeben. Cassie sprach kaum noch mit mir und wenn, dann meistens darüber, wie dünn ich geworden war. Dass ich mich ständig erschöpft und am Rande des Zusammenbruchs fühlte, half mir nicht, Cassie um Vergebung zu bitten. Meine Bemühungen wurden schwächer und hörten schließlich auf. Wir hörten auf, miteinander zu sprechen, außer um McKenna etwas vorzuspielen. Jeder Aspekt meines Tagesablaufs war miserabel geworden. Die nächsten Tage traf ich mich nicht mehr mit Ma. Alles wurde immer schlimmer. Die fehlende Intimität mit Cassie brachte mich auf Abwege und in meinem Zustand konnte ich meine Spuren nicht gut verwischen. Sie wurde wütend auf mich, als sie den Slip einer anderen Frau in unserem Schlafzimmer fand. Wir konnten nicht länger ein Zimmer miteinander teilen. Mein Körper schmerzte bei jeder Bewegung und mein Magen war wie verknotet, wenn ich stillstand. Depressionen machten sich breit und ich war verzweifelt. Also traf ich mich wieder mit Ma und versuchte, seine Hand zu schütteln. Er zögerte. Ich sagte ihm, dass er mich nicht verleugnen könne. Entschuldige dich, sagte er. Und wie der Feigling, der ich bin, tat ich das. Ich brauchte seine Kraft. Er rieb sich den Nacken. Jetzt flehe mich an, Junge, schnaubte er. Das tat ich. Und dann gab er nach. Das hat mich allerdings nicht glücklich gemacht. Es hat nur den Schmerz gelindert. Es gab mir den Mut, ein letztes Mal zu versuchen, die Sache mit Cassie zu klären. Es klappte nicht und sie verließ mich. Sie nahm McKenna mit. Ich hasste mich mit jeder Faser meines Seins. Ich hatte meine Frau verloren, mein Kind wurde mir weggenommen, ich hatte keine Familie mehr. Meine Freunde hatte ich bereits weggestoßen. Das Einzige, was mein Elend in Schach hielt, war ein Händedruck. Und selbst die funktionierten nicht mehr wie früher. Ma wollte, dass ich ihn anflehe, sie auch zu bekommen. Es war demütigend und trotzdem tat ich, was er sagte. Manchmal sogar mehrmals in einer Sitzung. Ich brauchte Ma jetzt einfach, um den Tag zu überstehen. Jeder verpasste Termin konnte mein Ende bedeuten. Er hatte die volle Kontrolle. Aus Wochen wurden Monate. Ich vermisste Cassie und McKenna sehr. So tief war ich noch nie in meinem Leben gesunken. An meinem Geburtstag erhielt ich ein Paket. Es war von Cassie. Meine Augen leuchteten auf. Vielleicht, nur vielleicht, hatte ich doch noch nicht alles verloren. Es waren Scheidungspapiere. Das war der letzte Strohhalm für mich. Unabhängig von meinen Ängsten und davon, was er mir antun könnte, musste Mr. Moore bezahlen. An diesem Abend sah ich mich lange im Spiegel an. Ich konnte mich kaum wiedererkennen. Der Mann, der mich anschaute, war zerzaust und sah ausgehungert aus. Mein blasser Teint wirkte gespenstisch und meine müden Augen sahen aus, als hätten sie vergessen, was Schlaf ist. Das musste sich ändern. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg, um Mr. Moore zu treffen. Er saß an unserem üblichen Platz, legte die Füße auf den Tisch und grinste, als ob das Leben einfach wäre. Ich hasste ihn mit jeder Faser meines Körpers. Du hast mir alles weggenommen, schrie ich. Er schüttelte den Kopf. Nein, Junge! Alles, was du jemals wolltest, lag direkt vor dir. Du warst die ganze Zeit glücklich und hättest jederzeit weggehen können. Aber
Du hast dich entschieden, immer wieder zu mir zurückzukommen. Ich habe dir nichts genommen. Du hast alles freiwillig abgegeben. Nein, das ist nicht wahr. Du hast mich manipuliert. Well, vielleicht habe ich das. Vielleicht auch nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Jedes Mal, wenn wir uns die Hand gegeben haben, hast du mir mehr von dir gegeben. Jedes Mal wurde ich stärker und gewann mehr Macht über dich. Hättest du früher aufgehört, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber jetzt habe ich die völlige Kontrolle. Es ist nichts mehr von dir übrig. Ich werde dich entlarven. Ich werde allen von unserer Abmachung erzählen. Nein, Junge, das wirst du nicht. Das war Teil der Abmachung. Wenn du dagegen verstößt, wirst du dir wünschen, du hättest es nicht getan. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Oh, hast du nicht? Nein! Heute ist die Nacht, in der ich dich vor allen bloßstelle. Du wirst nie wieder ein Leben ruinieren. Dann habe ich das Gefühl, dass du den morgigen Tag nicht erleben wirst, Junge. Aber tu, was du tun musst. Spottete er. Ich stürmte davon. Als ich nach Hause kam, wusste ich, dass ich handeln musste. Er würde seine Drohung wahrmachen und ich befürchtete, dass dies wirklich der letzte Tag meines Lebens sein würde. Er blufft nicht. Ein Notfallplan musste her. Bevor ich Cassie anrief, um ihr alles zu erklären, begann ich diesen Brief zu schreiben. Ich hatte diesen Brief gefunden, als ich auf einen Notruf reagiert habe, bei dem es um einen Nachbarn ging, der seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen worden war. Ein Mann, Anfang 30, von dem mir die Nachbarn sagten, er habe sich verlaufen. Ich fand diesen Zettel auf dem Stuhl unter seinem baumelnden Körper. Als ich ging, hätte ich schwören können, dass ich in der Ferne einen alten Mann mit einer dunklen Löwenmähne gesehen habe.